Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 93. Leider hat es mir die Folge 93, die erste Aufnahme, zerschossen. Und wir sind, wie ihr seht, schon in der Schabenwelt. Wir haben das dunkle Portal passiert. Ja, haben angefangen mit ein paar Quests. Aber wie gesagt, die erste Folge hat es mir leider zerschossen. Ich wollte die quasi aufrufen und dann dachte der, Fehler. So ein Mist aber auch. Sage ich euch, das ist ehrlich. Naja, auf jeden Fall. Da kann man jetzt nichts dran machen. Ich habe schon ein paar Quests angenommen, bin schon bei ein paar dabei, dass wir auch mal vorankommen. Und wir müssen mal unser Pet heilen, was zu essen geben. Und wir sind. Tja, haben schon 12 von, nee, 15 von 20 Orks gekillt. Sind jetzt quasi weiter dabei. Sehr schön. Ich hoffe, diesmal funktioniert es besser. Tja. Ich komme schon vor wie beim Release. Hier sind mit mir drei Leute. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob das auch funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So sehe ich nichts. Ich würde sagen, ich mache bei 5 Minuten mal einen kurzen Cut. Guck, ob es funktioniert hat und dann nehmen wir weiter auf. Weil das ist ja Mist, sowas. Ehrlich. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das war nicht die Idee von mir. Und ich habe mehr Tränke, und zwar Seelenstärke und Beweglichkeit groß geschickt. Und Taschen habe ich mir auch geschickt. Und zwar die guten Netterstofftaschen. Spotte. Und was ich auch schon herausgefunden habe. Wie unsere Dschungelarznei funktioniert. Super, wenn wir vergiftet werden, zum Beispiel von den Tigern hier. Tigern, von den Wölfen. Ah, vielleicht hat 57. Er ist so viel hinter uns? Okay. Hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Na gut, machen wir einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hat funktioniert. Sehr gut. Das war ja ein Murks. Aber gut. Ziehen wir uns jetzt mal unsere Seelenstärke rein, unsere Beweglichkeit. Und gleich können wir dann schon super tolle, wirklich super tolle Items sammeln. Und unseren Questbelohnungen. Ja, ich hatte auch eben gesagt, als sie damals aus Klassik dann kam, war das ja teilweise mit Instanz-Gear und teilweise halt mit Raid-Gear. Und die armen Leute, die dann T3 gesammelt hatten, jahrelang gefühlt, wurden dann mit einer Quest, waren dann 61, vielleicht sogar noch 60. Und dann hatten sie statt ihrem Ultra-Epic des Todes ein grünes Item, was besser war, tausendmal. Und weil sich dann damals so viele Leute beschwert haben, haben sie das dann mit WoTLK etwas anders gemacht.
Dann gab es sogar eine Gilde, die hat noch mit dem Telex-Gear aus dem Black Temple und aus ja, Sonnenplateau teilweise halt noch geradet. Habe ich gedacht, okay, das müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. So bis 75, 76 wäre okay gewesen. Aber noch mit dem Zeug raiden, aber gut. Machen wir noch ein Stück Holz da vorne. Finden wir Holz. Okay, unser Pet ist auch wieder happy. Aber warum das so hinterherhinkt bei uns, weiß ich auch nicht. Also, wir haben ja nichts ohne die unser Pet gemacht. Mysteriös. So. Hier seht ihr schon, das ist wirklich super. Sind wir da? Nö. Tja, das ist die Frage. Aber ich nehme das. Ich glaube, die nächste Quest gibt nämlich eine Brust her. So, das hier finde ich sehr schwer. Entweder ein Bogen. Oder ein Dolch. Weil ich kann ja beides tragen. Aber der hatte nur 3 AP, sagen wir mehr. Und der hätte 10 mehr. Nehmen wir doch den Bogen. Wie sieht das denn aus? Am blenden wir den mal ein. Naja. Ein Käppchen, lassen wir das Käppchen ausgeblendet. Schmeißen wir es auf unseren T-Shirt. Was soll das denn abgeben? Die Questgeber der Legion ab. Bravo. Ich glaube, ich weiß, wo hier irgendwo ist das. Und hier auf dem Weg können wir nämlich da auch noch 2 Quests. Oder das ist das. Ja, das ist das. Okay. Ja, dann kommen wir da quasi zu den Quests. Da wollte ich eben auch mal hin, direkt die Quest einsammeln, habe gedacht, ne, brauchst du eigentlich noch nicht. Weil wir kommen ja eh dahin. Wie ihr seht, kommen wir auch gut dahin. Ja, schön. So, hier 19. Also ich glaube, wir nehmen dann gleich hier tolle Axt. Die ist nämlich zweihändig. Ich glaube, wir nehmen die Axt. Als Beweglichkeit. Ja, es ist schon cool. So. Ich muss Talisman des Jägers, glaube ich, müssen wir mal. Kommt das so? Nein. Talisman des Jägers, da müssen wir, glaube ich, über die Karte machen. Wir uns immer wieder in die alte Welt schicken. Denn dann wissen, wo man die abgeben müsste. Quest kann nicht beobachtet werden, aber trotzdem. Dein Mobmap sagt immer, mach das.
Da hinten ist dann der nächste Punkt. Questpunkt. Da. Wo wir dann hin müssen. So, müssen wir hier ein paar Dämonen killen. Ach, das ist eine Armbrust. Ich dachte, das wäre ein Bogen gewesen. Sieht doch aus wie ein Bogen. Okay. Armbrust ist auch gut. Weiß man auch nie, was man so will. Aber gut. Passt schon. Ich finde das manchmal ein bisschen verwirrend mit den ganzen Bergen und so hier. Ich hatte gestern mal ein Krieger angefangen hier. Und dann habe ich irgendwann Chargen gelernt. Oder Ansturm. Und ja, das fand er ganz lustig, durch den Boden zu chargen oder anzustürmen. Dann fiel ich und fiel ich und fiel dann irgendwann auf den Friedhof. Ich konnte mich dann auf dem Friedhof wiederbeleben. Na, oh gut. Ein bisschen buggy teilweise. Oh gut. Ja, die sind doof mit ihren Folgedingern hier. Die Frage, was ich mir auch gestellt hatte, wenn ich mir Mana-Wiederherstellungstränke gibt es ja auch. Als sowas quasi. Wenn ich mir das herstellen würde, ob das besser wäre? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und bald bekommen wir auch, oder gibt es mit sich, das weiß ich gerade nicht. Fähigkeit hier, diesen Aspekt mit, Aspekt der Viper, glaube ich, heißt er. Der ist cool, der macht nämlich Mana-Wiederherstellung. Und mit 60 kriegen wir auch das Hochschießen hier. Wo ich dann schieße oder einen markieren, schieße und der kriegt dann die Akku. Oh nein. Tada, aber alles mit. Tja, ich sollte mal weg schnell. Das sind wir doch ein paar zu viele, die er da mitnimmt. Oh Mann. Das ist schon manchmal eine Flachpfeife. Unzufrieden ist er jetzt auch noch. Hat bestimmt gehört, dass wir eine Flachpfeife genannt haben. Nee. Aslan. Großes Löwentier, unser großer Löwentiger. Was ist denn los mit dir, mein Freund? Aber ich glaube, wir sollten mal in die Burg latschen. Ich meine, was für 55 gibt es da? Vielleicht liegt es damit auch zusammen, hängt es damit auch zusammen, dass das Essen zwar okay ist, aber nicht mehr gut genug ist. Für die Zufriedenheit. Und wir können zum Kirschnerlehrer, fällt mir da auch ein. Wir hatten ja Kirschnerei auf 300. Jawohl, können wir nämlich da auch hin lernen, weil wir haben ja noch nichts gekirschnert hier. Ein bisschen Gold dafür haben wir auch zusammen, 29 Gold müsste reichen. Ich glaube, das kostet 10 oder 15 Gold. Irgendwie so um den Dreh war das. Gehen wir mal gucken. Ich finde, hier auf der Höhlenfeuer-Zitadelle geht die Zeit viel schneller um. Als
Unten in Klassik. Ja, 10 Gold. Okay. Sehr schön. Lederverarbeitung war, glaube ich, auch hier. Gucken. Schneiderei. Die Quest funktioniert nicht. Schneiderei, was ist das? Das ist nichts. Ehre Nein. dem König, Freund. Kochen. Hier gibt es auch das Kochbuch. Siehe den Ehren. Ab 300. Hier gibt es nichts. Der Juwelierer. Wurde ja damals dann neu eingeführt. Da, Lederverarbeitung. Damit kann man sich auch ein paar tolle Sachen herstellen. Lust auf ein Glas? Nur, wir sind leider zu klein. 175. Oh, Mann, Mann, Mann. Was brauchen wir denn? Wir sind unbedingt mal Leder. Leder weiter skillen. Ich glaube, das werde ich so eher alleine machen, weil das ist eher langweilig. Aber wenn wir dann soweit sind, dann kann man dann gucken, was man zusammen herstellen kann. Weil ich denke mal, an Leder bekommen wir jetzt ganz viel. Weil diese Schweinchen, das sind zwar Dämonen, aber die kann man trotzdem kirschnen. Aber die werden als Wildtiere angezeigt auf der Karte. Das ist, naja, manchmal etwas widersprüchlich so im Ganzen, aber Seid gut. gegrüßt. Da ist der Schinken. 55, jawohl. Zack. Ich hab den Schinken von da. Oh, wir hatten schon einen Schinken. Da, verstehe den. Eberlunge. Nein, Balk will auch nicht essen, ne? Okay. 60. Ah, ab 60 gibt es das Wasser. Ah, okay, das Wasser ist jetzt noch nicht so wichtig, sage ich mal. Und für die Items gibt es recht viel Kohle. Ein bisschen verkaufen. Ist das nicht toll, wenn man etwas mehr Platz in den Taschen hat? Oh, es ist auch fast eine Wohltat. Das verkaufen, ne? Weil das entzaubern bringt dann nicht so viel. Beziehungsweise bringt schon, aber bringt man. Ich hätte jetzt nichts davon. Das liegt So, ich sich. würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. In Folge 93? Nein, 94, glaube ich. Ah, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden. Auf Wiedersehen.